Willkommen erneut zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Das letzte Mal haben wir ganz frisch mit der Perun-Quest angefangen und wir haben heute auch gegebenenfalls das ein oder andere Harmoniegespräch. Je nachdem, ob wir dazu kommen, aber auf jeden Fall werden wir eines mitnehmen, nämlich hier in Argentum auch direkt. Wir müssen jetzt allerdings einige Leute befragen, es sind nämlich Kinder verschwundene und dem wollen wir auf jeden Fall auf den Grund gehen, was es damit auf sich hat. Und wenn wir schon dabei sind, das trifft sich gerade nämlich hier ganz gut, wir übernachten hier mal ganz kurz, dann kann ich nämlich direkt das erste der Harmoniegespräche führen. So, okay, ein kurzer Aufenthalt und dann müsste theoretisch Nim uns ansprechen, wenn mich nicht alles täuscht. Also gut, erstmal eine Runde erholen. Und dann darf es erstmal richtig losgehen. Also gut. Nimm zuhören, Tora, tolle Idee. Ausflug zur ardeinischer Garnison in Temperantia, Aufbruch sofort. Na gut, aber hast du da etwas Bestimmtes vor? Das ist große Überraschung, Tora sagt erstmal nix. Okay, also müssen wir dann später mal nach Temperantia. Alles klar. Aber wenigstens ist damit das Harmoniegespräch schon mal aktiv gesetzt. Das ist doch schon mal gut. Na dann ab nach unten mit uns. Befragen wir mal die Leute, ob sie irgendwas beobachten konnten, ne, in Bezug auf diese Kinder, die verschwunden sind. Dafür gehen wir jetzt erstmal hier hin. Ah ja. Shun, was ist mit dir hier? Ach, es geht um diese verschwundenen Kinder. Ich habe schon davon gehört. Die Eltern bemühen sich um Helfer, die sich bei der Suche unterstützen können. Tut mir leid, ich weiß leider nichts über die Sache. Ich werde mich aber für euch umhören. Die Eltern sind sicher schon ganz außer sich vor Angst um ihre Kleinen. Alles klar, okay. Gut. Na, so viele Punkte sind es ja gar nicht unbedingt. Was mit dir hier? Ihr wollt wissen, wo Sia mal ist? In letzter Zeit habe ich ihn nicht mehr hier gesehen. Wir waren eh keine so engen Freunde. Ich dachte einfach, er hätte irgendeinen anderen Platz zum Spielen gefunden. Ich hoffe, ihr findet ihn. Okay, also bisher noch nicht wirklich brauchbar, was wir so an Infos hier bekommen. Aber das wird sich hoffentlich gleich ändern. Also gut. Wen haben wir hier? Ha? Ich bin dezent verwirrt. Ach so, da oben. Das ist ein Noppon. Watata. Freunde suchen sie ja mal und andere Jungponnenkinder sind oft hier rumgelaufen, sind ganz liebe dabei, haben manchmal sogar bei Arbeit geholfen, aber in letzter Zeit einsam hier, Kinder sind weg. Aha, okay, ja gut, also waren sie hauptsächlich hier im Hafengebiet, das ist natürlich problematisch, also wahrscheinlich irgendwie abhanden gekommen, indem sie vielleicht auf ein Schiff gegangen sind, wer weiß, oder wurden sie tatsächlich entführt. Mal gucken. So, was? Es sind Kinder verschwunden, das ist ja schrecklich. Hier sind überall so viele Leute, wäre es sicher sofort aufgefallen, wenn sie entführt worden wären. Wenn ich irgendwie helfen kann, sagt Bescheid, ich werde mein Bestes tun. Okay, gut, das hätten wir also alles. Dann geht das kurz zurück. Vielleicht per Schnellreise, um das Ganze ein wenig zu beschleunigen. Und dann mal gucken, wie aufwendig Peruns Quest wohl noch sein wird. Und danach fehlt ja dann wirklich nur noch Whale und Asami eben. Joa, das dürfte dann auch wirklich das Letzte sein. Ich bin nochmal alles durchgegangen. Ein paar hatte ich ja erst übersehen, aber das sollte dann ja alles passen. Und habt ihr irgendwas rausgefunden? Nein, leider so gut wie gar nichts. Ich verstehe. Bei mir lief es nicht besser. Mittlerweile habe ich jeden hier bestimmt schon dreimal dazu befragt. Die Vorstellung, sie mal nie wieder zu sehen, das ist... Bitte macht dir keine Sorgen. Wir werden die Kinder finden, da bin ich mir sicher. Bitte habt noch ein wenig Geduld. Ihr seid die Einzigen, die uns jetzt noch helfen können. Ich bitte euch, findet sie. In Argentum ist so viel Durchreiseverkehr. Vielleicht wurden sie ins Ausland entführt. Das ist gut möglich. So groß ist die Goldmund ja nun nicht. Da wir sie bisher nicht gefunden haben, bleiben wohl nur andere Länder. Aber wenn ihr jetzt alle durch die halbe Welt reisen, würde das ewig dauern. Könnten wir nicht eine Söldnertruppe auftragen, um die Ermittlungen voranzutreiben? Ein guter Vorschlag. Würdest du das übernehmen? Ja, ich kümmere mich drum. Wenn die Söldner etwas rausfinden, lasse ich euch das wissen. Gut, viel Erfolg, Perun. Okay, dann sollten wir vielleicht zuvor noch das Harmoniegespräch führen mit Perun. Nicht, dass das noch verschwindet. Das sollte nicht bereitstehen. Und in der Zwischenzeit können wir natürlich auch wieder andere Dinge machen, aber... Lass mal kurz sehen, wer hat gerade Perun jetzt dabei? Du, genau. Ich meine, hier haben wir noch was. Das war hier, ne? Genau, dafür müssen wir... zu Corinne. Also auf nach Fonset.
dann erstmal das Harmoniegespräch mit Perun führen und dann würde ich sagen, schicken wir sie los, gehen nach Temperantia, machen das Harmoniegespräch. Und es müsste auch noch andere geben, von daher ja, wird das heute auf jeden Fall ein Part voller Gespräche, so wie es aussieht, aber das steht natürlich auch mal wieder aus und bald haben wir auch 100% bei den Harmoniegesprächen, so wie es aussieht. Ich sollte vielleicht mal rübergehen nach Fonset, meine Güte. So, wir wären hier in Corinnes Haus, ich kehre dann mal hier ein, dann sehen wir doch mal, welches Gespräch uns mit Perun letztendlich erwarten wird. Zum Seelentiegel müssen wir ja zum Schluss auch noch. Aber das werde ich euch dann entsprechend schneiden natürlich. Jetzt gucken wir erstmal, was es hier zu erzählen gibt. Entschuldigt bitte, hört doch mal gerade alle zu. Es gibt da einen Ort, den ich gerne besuchen würde. Hä? Worum geht's denn diesmal? Ich möchte zum Schiedstein im Seelentiegel Elpis. Wäre das in Ordnung? Von mir aus gern. Für Klingon ist es da aber ziemlich ungemütlich. Genau deshalb will ich dorthin. Na sowas. Vielleicht ein Härtetest oder was? Nun gut, wir sehen uns jedenfalls gleich an genau diesem Ort. So, da wären wir auch schon am Schiedstein. Und hier können wir das Harmoniegespräch mit Perun führen. Also gut. Oh, what a spectacular view. I can't help but wonder how such a structure was even built. I feel you, girl. This place is pretty tough on blades. No, not at all. This is nothing I can't bear. Come on, Perun, don't push yourself. I said, I'm fine. Seriously, though, why do you even want to come to a place like this? Well, why do you think? Okay. Den Helden Adam treffen, Spaß an Schmerzen oder sowas. Was ist das denn für eine Option? Meine Güte. Das untere wäre vielleicht ganz lustig, aber ihr könnt es mir ja reinschreiben. Ich werde jetzt mal die obere Option wählen, die erscheint mir irgendwie etwas angebrachter. You want to meet the hero, Adam. That's right. Well, to be more precise, I wanted to learn more about him. Pyra and Mithra and Brigid, not to mention Jin and Malos, they all have links to Adam. So I thought by learning about the past, I could understand the present. Perhaps the deeper reason behind the conflict we find ourselves in lies in the depths of history. If I could learn of that reason, it would help me discern my true foe and strike them down without hesitation. Perun, you're too serious. You need to relax about things. Oh, I only do what I feel I must. To be my driver's sword and shield is the calling of any blade. So I want to have as much clarity in my purpose as possible. Now, shall we explore these caverns a little more? Immer eine sehr entschlossene Klinge, hoch. Please, don't worry about me. Let's keep moving. It's great that Perun's so determined and all. But I'd better get it out of this place before she actually collapses. Okay, alles klar. Gerade noch angesprochen, ja. Ja, auf jeden Fall sehr willensstark, was das betrifft. Eine positive Eigenschaft für eine Klinge. Aber wie auch immer, mal sehen, wie sie sonst noch so tickt. So viel wissen wir dann ja doch noch nicht insgesamt. Also das hier haben wir jetzt freigeschaltet und glücklicherweise sogar gleich den letzten Ring noch. Gibt es noch ein weiteres? Gegebenenfalls. Gleich mal nachgucken. Ich glaube aber nicht, dass es da noch was gibt. Nö, sieht gut aus so. Wunderbar, perfekt. Dann können wir sie jetzt auch auf ihre Mission schicken. Mal gucken, was uns da erwartet. Argentum, die Kindesentführung, 20 Minuten, aber selbstverständlich werden wir in der Zwischenzeit wieder uns anderweitig beschäftigen mit anderen Dingen. So, Wind brauchen wir einmal, ja, nehmen wir ruhig die seltenen Klingen mit, die sind ja eh schon alle auf S hier, also fast alle eigentlich, ihr seht's schon hier unten, richtig krass mittlerweile, hier sie natürlich noch nicht, ist klar, aber ja, es hat sich viel getan. Achso, du hast Wasserelement an sich nicht, ne? Aber Gork hat das ja auch nicht. Gork hat auch noch A-Rang. Aber die meisten sind so auf S. Das hier sind so die... Hier ist fast die ganze Reihe noch auf A. Also drei Stück zumindest. Weiß nicht, insgesamt sind es aber nicht viele. 3, 4, 5, glaube ich. Ach ja, stimmt. Und Nim auch noch. Also 6 Blades. Achso, nein. Oh, es sind doch noch mehr, als ich dachte. 7, 8, okay.
Na doch, gibt doch schon ein bisschen was zu tun, aber meistens ist es zumindest A und dementsprechend dauert es nicht mehr lange so oder so. Wird wahrscheinlich in ein, zwei Parts auch durch sein, dass die alle auf S sind, bin ich mir ziemlich sicher. So, noch Infos sammeln, Wasserelement, damit das alles ein bisschen schneller geht. Ach so, dich haben wir gerade dabei. Nehmen wir das hier noch, dich nehmen wir auch noch und vielleicht dich hier noch und dann passt die Sache. Das sollte alles ordentlich beschleunigen. Und so braucht sie nur noch 10 Minuten. Halbiert haben wir die Zeit. Krass, okay. Das ist doch sehr schön. Dann würde ich auch sagen, gehen wir nochmal zu dem Ort des einen Harmoniegesprächs und wir sehen uns gleich wieder. So, da wären wir doch auch schon bei der ardeinischen Garnison in Temperantia. Und dann brauchen wir Nim erstmal auch nicht wiederzusehen. Mal gucken, ob sie sich vielleicht ein bisschen gebessert hat von ihrer Einstellung. Wir werden sehen. We hear Nim! Hey Tora, what do you do here? Here is for talk to Titan Archelon. You can talk to Titans? Tora, that's amazing. Not just Tora, Nim can do too. What? No way I can talk to a Titan. I once tried to talk to the Maelstrom's Titan, and it just tried to eat me. That because Maelstrom Titan only speak Nopon. What, really? Archelon hear Ardanian every day. So, you mean that if we talk to him normally, he'll understand? Exactly! Come to think about it, maybe Nim having problems because Nim's speaking wrong language. Oh. Okay. Was in deinem Herzen ist, ist wichtiger als die Sprache, die du sprichst. Naja, versuch's mal, Nim, du willst es doch. Das ist hier so richtig auffordernd. Naja, was in deinem Herzen ist, bringt dir auch nicht viel, wenn man dich nicht versteht. Gut, man kann gestikulieren und so weiter. Aber naja. Wobei das obere wirkt fast ein bisschen arg provokant. Ich nehme jetzt mal das untere. What's in your heart is more important than the language you speak. Oh, a good point. It's all about having mutual empathy, not about the meaning of words. Why not ask Pandoria? Pandoria? Why? Pandoria can summon Tantalese Titan, so definitely have mutual empathy. That's right. She made Genbu rise out of the cloud sea. Pandoria, help me, please. Yeah, but I don't think my powers will work on anyone but Genbu. I have to try. Would you teach me? Sure, whatever. First, place your hand on your chest. Allow thoughts of the Titan to swell in your mind. Then call out to it. Gently. 1, 2. 1, 2, testing. Can you hear me? Is anybody there? I'd like to talk to you. Nothing, huh? No reply. Ugh. You couldn't hear anything? Yes, that's what I said. I couldn't hear anything. Maybe it's because I don't have the right kind of ears. Ears? Yeah, your ears are all pointy. Mine aren't. Not sure that has anything to do with it, but Kit and Sunny have pointy ears. That's right. Even though they can hear the Titan, they won't share it with me. Ugh, rude. I feel so betrayed. Looks like there's some way to go before Nim can talk to animals. Naja, ein bisschen ein Harmoniegespräch, was jetzt nicht so super interessant war. Ganz nett, aber wir hatten auch schon kreativere mit ganz witzigen Dingen, darin vorkamen. Aber naja, in dem Fall war es doch sehr unspektakulär, meiner Meinung nach. So, und ansonsten gibt's hier eigentlich auch nicht so viel, aber Percival hat noch eins. Auf jeden Fall. Stimmt, ich glaube, Dahlia kriegt auch noch eins, aber ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin. Ach du meine Güte, was war das denn jetzt? Das war ein total langer Text gerade. Egal, auf jeden Fall hat Percival noch eins, das höre ich mir auch gerne an. Percival ist ja doch eine interessantere Klinge, würde ich nochmal sagen. Dichterische Freiheit, das klingt auch ganz spannend, auf jeden Fall. Ich brauche allerdings, glaube ich, wieder mal Erdelement in einer höheren Stufe. Das heißt, du kommst mal raus. Denn wenn er schon meint, bei einem Wandbild in Tantal, könnte ich mir vorstellen, wo das ist. Insofern sehen wir uns auch gleich bei diesem Harmoniegespräch.
Und auch hier wären wir nun, ist ja klar, hier das Wandbild in Tantal. Ist natürlich damit gemeint. Mal sehen, was Purcell uns hier mitzuteilen hat. Ach, wir brauchen noch Bridget dabei, alles klar. Kein Thema, lässt sich auf jeden Fall regeln. Gut, dann tauschen wir hier mal eine Klinge aus. Die sind alle noch auf Glück hier trainiert. Extra die ganzen Glücksklingen hier dabei. Zum Resonieren aber ja leider immer noch kein Erfolg mit Asami, aber gut. Percival, if I may ask, what are you looking at from a place like this? I see the city. Well, yes, I can see that. Is there something there? The lights. The lights? Points of warmth shining in the cold, hushed darkness, signifying life. Each of them, the mark of a human soul, living its life in this city. And yet, how many of those lives can be happy ones? You sound like a poet sometimes. You know that person. I, a poet? I merely state what I see before me. I do not mean to sound cryptic. Vielleicht soll ich eine Frage stellen. Warum tötest du eigentlich nicht? Warum hilfst du Leuten? Naja gut, das liegt ja ganz klar an uns als Meister. Ist ja logisch, dass er dementsprechend vielleicht nicht unbedingt so kaltherzig ist. Aber wir können ihn ruhig mal fragen, warum er eigentlich den Leuten so hilft. Why do you help people? A difficult question. To make the world a better place. That would be an easy answer to give. Oh, sehr nobel auf jeden Fall. But I do not pursue such lofty goals. Why would you do it then? Saving people, just like that time recently. Many would claim all people are equal, but it does not seem that way to me. The rules that govern this world are still unjust and crooked. The weak are abused by the strong, who bend morality and law to evil ends. I find such acts distasteful, so I prefer to side with those in need. It is as simple as that. So you just want to help people when you see them suffering, is that it? That sounds like a long and difficult road to travel, but I'll walk it with you. That means a lot. It's thanks to you that I can continue walking my path. So I thank you, my driver. I will be counting on you. Ja, das war doch mal wieder eines der besseren Harmoniegespräche. Dichterische Freiheit. Ganz nett, das so über Percival zu erfahren. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt direkt so gedacht, dass er das so ausspricht. Aber schön, auf jeden Fall. Da hat er doch ein nobles Ziel also. Ja, und den Rest, den kann ich offscreen wieder schön vorbereiten. Bis zum nächsten Mal ist der Typ garantiert auf S-Rang. Gar keine Frage. Ja, jetzt können wir mal ganz kurz nachgucken. Es gibt ja doch noch ein paar Klingen, die zumindest noch A oder B haben. Hat Agathe noch ein Gespräch für uns? Das könnte durchaus sein. Ich muss einfach mal ganz kurz ein bisschen das alles überprüfen. Ich glaube, Gork hat keines mehr. Wir gucken einfach mal, während nebenbei unsere schöne Söldnermission noch läuft. Ich glaube, bei dir muss ich auch nur noch... Genau, den müsste ich auch nur noch so ein bisschen losschicken. Bisschen was erledigen. Ist also auch bis zum nächsten Mal auf S, würde ich sagen. Dann Agathe, hier hat man noch viel zu tun. Mal gucken, wann eventuell ein Harmoniegespräch ansteht oder gibt es hier gar keins mehr, weil dann könnte ich sie auch bis zum nächsten Mal auf S-Rang setzen. Denke ich mal, es sieht sehr gut aus. Ah nein, doch hier, aber das ist ja perfekt, das können wir tatsächlich auch noch machen. Ja, wunderbar, sehr schön. Da Gork keins mehr hat, kann ich mir das also auf jeden Fall mal merken, dass wir einfach mal alle Harmoniegespräche jetzt machen, die eben noch ausstehen würden auf jeden Fall, weil... Ich mache so lange halt auch keine Klingenmissionen für die Klingen, die eben noch keinen S-Rang haben und ein Harmoniegespräch haben. Das ist sehr gefährlich sonst. Sonst könnte versehentlich vielleicht das abgeschlossen werden noch, bevor man die Möglichkeit hat. Ich glaube, Daggers hatte keins, ne? Ich muss mal kurz nachgucken, aber der hatte ja an sich schon eins zuvor. Genau, das heißt, Daggers fällt da auch schon raus. Er ist aber auch schon sehr weit, da zumindest soweit... Bis auf den letzten Ring auch alles an Punkten, die man haben kann. Muss ich mal gucken. Aber Dahlia hat, glaube ich, noch eins. Da bin ich mir ziemlich sicher gewesen. Und ich glaube, hier dauert es auch noch ein bisschen. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Genau, Eiskunst-Items können wir noch herstellen. Genau, und hier haben wir eben dieses Glückskind hier. Genau, und da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir
das beim nächsten Mal dann machen. Das wäre dann wahrscheinlich eines der letzten Harmoniegespräche. Jetzt gehen wir doch mal mit Agathe zum Weltenbaum. Die lodernden Lanzenreiter sind zurück. Dann sehen wir doch mal. Die Kindesentführungen sind offenbar auch in Oraya ein Problem. Lasst uns am Hafen von Samima das weitere Vorgehen besprechen. Na gut. Auch so ein paar Forster-Klingen, die relativ weit sind. Da kommt mir gerade. Ich habe auch eine neue Forster-Klinge bekommen, erst kürzlich. Lasst uns doch mal ganz kurz nachgucken, ob die einigermaßen was auf dem Kasten hat. Wo ist die denn? Ich glaube, unter Morak müsste die sein. Das war auf jeden Fall genau. Es war eine Dunkelklinge. Ich will mir das einfach mal ganz kurz angucken. Mit einem Äthergewehr ist ganz nett. Hast du denn irgendwas Außergewöhnliches? 100% Zusatzschaden gegen Maschinen, 150 gegen Umgeworfene, 150 mehr bei 90% oder mehr KP, mehr Erfahrungspunkte, Lebensregeneration, Zusatzschaden gegen Bestien. Ist ganz nett, aber da fehlt mir noch ein bisschen was. Mehr als nett ist es dann leider doch nicht. Okay, wir gehen aber erstmal kurz zum Hafen, bevor wir Agathes Harmoniegespräch führen. Das heißt, wir sehen uns dann gleich in Von Samima. So, da wären wir ja auch schon. Geht direkt los, wenn man hier schnell reist. Sind alle hier? Ich würde gerne meine Erkenntnisse über die verschwundenen Kinder mit euch teilen. Hast du was rausgefunden, Perun? Ja, hier in Von Samima scheint es ähnliche Vorfälle gegeben zu haben. Mehrere Kinder sind spurlos verschwunden. Ich vermute stark, das könnte etwas mit den Vorgängern in Agentum zu tun haben. Mist, das klingt ja gar nicht gut. Allerdings, das scheint eine größere Sache zu sein, als wir gedacht haben. In dieser Stadt gibt es einen Informanten namens Dareth. Vielleicht weiß der mehr darüber. Alles klar, dann los. Ah ja, ein Informant. Gute 300 Meter in etwa. Gleich drüben am Platz. Ja, reißen wir kurz rüber. Und befragen den Typen mal. Mal gucken, falls es noch einen weiteren Söldnerauftrag geben sollte, werde ich auf jeden Fall die Zeit nutzen, um das Harmoniegespräch mit Agathe zu führen. Ansonsten machen wir es eben beim nächsten Mal, je nachdem. Wir gucken mal. Aber dann könnte ich bei ihr auch gleich den S-Rang freischalten. Du bist Dareth, oder? Ganz recht, ihr seid auf der Suche nach Informationen, nehme ich an. Ja, es geht um die Kinder, die hier in Von Samima verschwunden sind. Ach, diese Vorfälle interessieren euch? Danach haben mich schon andere gefragt, aber es war unmöglich, etwas herauszufinden, geradezu verdächtig. Die Fälle sind so mysteriös, dass mittlerweile viele glauben, dass Hexerei oder so etwas im Spiel ist. Will sagen, ich kann euch nicht weiterhelfen, so leid es mir auch tut. Ich verstehe. Entschuldigung, aber habt ihr gerade über diese verschwundenen Kinder gesprochen? Ja, wieso? Meine Tochter Maka war rausgegangen, um zu spielen, aber ist schon eine ganze Weile überfällig. Auch ihre Spielgefährten sind scheinbar spurlos verschwunden. Ich habe schon überall gesucht. Langsam bekomme ich Angst, dass die gleiche Hexerei im Spiel ist wie bei diesen verschwundenen Kindern. Weißt du, wo deine Tochter sonst immer gespielt hat? Ich fürchte, so genau weiß ich das gar nicht. Ich bin zusammen mit den anderen Eltern gerade auf der Suche. Vielleicht haben sie schon irgendwas rausgefunden. Wo sind denn diese anderen? Ich würde mich gerne mal mit ihnen unterhalten. Also Lacey wohnt im Theaterviertel und Celti im Geschäftsviertel. Oh, und Daffod müsste auf den Reisfeldern von Gwyneth zu finden sein. Frag sie am besten direkt. Danke, das werden wir tun. Und bitte macht dir keine Sorgen. Ich verspreche dir, wir werden eure Kinder finden. Wirklich? Ja, bleib einfach hier und warte. Wir kümmern uns um den Rest. Vielen Dank und viel Glück. Wir sollten als erstes mit den anderen Eltern sprechen, um weitere Anhaltspunkte zu finden. Na gut, okay. Drei Leute müssen wir jetzt erstmal befragen. Und der erste ist gleich hier am Platz. Hier ist Kelti. Also gut. Ich habe keine einzige Spur von meiner Tochter oder Maka finden können. Natürlich kannten wir die Geschichten über in letzter Zeit verschwundene Kinder. Aber wer hätte das erwartet? Das Schlimmste ist, dass ich nichts tun kann, außer zu beten, dass es ihnen gut geht. Oh weh, was auch immer da los ist. Aber wir werden sicher bald ein bisschen schlauer sein. Jetzt geht's erstmal zu den Reisfeldern rüber, würde ich sagen. Und dann kümmern wir uns um die letzte Person. Also, Daffod, dann mal raus mit der Sprache. Irgendwas beobachtet? Ihr kennt Maka? Ach, ihr helft bei der Suche? Tja, leider kann ich keine Neuigkeiten berichten. Ich dachte ja, die Kinder wollten wie immer hier in der Nähe spielen, aber vielleicht sind sie weiter weggegangen. Und womöglich wurden sie dann von Monstern angegriffen oder irgendwo von dieser Hexerei weggezaubert. Ach, ich hätte meine Tochter nicht aus den Augen lassen dürfen. Auch interessant, also, merkwürdig alles. Sehr, sehr merkwürdig. Das war jetzt aber direkt in Von Samima, oder? Ja, okay. Ah ja, direkt im Theater, ja. Das geht auch schön schnell. Immer wieder gut, wenn die sich direkt neben Schnellreisepunkten befinden, ne?
spart eine Menge Zeit. Macht das alles sehr entspannt immer. Also gut. Sucht ihr auch nach den vermissten Kindern? Jemand hat mitbekommen, dass sie am Warnersee spielen gehen wollten. Ich hoffe sehr, dass das nicht stimmt. Dort ist es für Kinder doch viel zu gefährlich. Aber so langsam frage ich mich, wo sie abgeblieben sind. Ob sie verletzt sind? Sie müssen riesigen Hunger haben. Ach, ich werde noch ganz verrückt, wenn ich mir ausmale, was alles passiert sein könnte. Alright. Also, endlich mal ein guter Hinweis. Der Warnersee. Aber auch wieder eine etwas längere Questreihe. Bisher aber auch recht gut, muss ich sagen. Das mit der Sucherei gefällt mir etwas besser, mit Gesprächen und so. So Sammelpunkte abklappern ist dann eher nerviger. Haben die Kinder hier gespielt? Hier sind keinerlei hilfreiche Spuren zu entdecken. Stimmt. So langsam muss man davon ausgehen, dass jemand absichtlich alle Spuren verwischt hat. Ja, es sieht eher so aus, als wären das irgendwelche Verbrecher gewesen. Monster hätten Spuren hinterlassen. Wir dürfen auch nicht aufgeben. Wenn wir weitersuchen, finden wir vielleicht doch noch irgendwas. Hilfe! Das ist ein Junge, der von einem Monster angegriffen wird. Schnell, wir müssen ihm helfen. Alles klar. Also doch noch jemand übrig geblieben? Ja. Kein Problem. So, erstmal Break. Will hier niemand umhauen? Geht doch. So, bitteschön. In Teufelsküche, meine Güte. Ach, machen wir mal das hier. Und eine Dampfbombe, finde ich auch nicht unbedingt schlecht. Und das war's auch schon mit dem Teil. Geht's dir gut? Bist du verletzt? Nein, alles in Ordnung, danke. Gern geschehen. Du scheinst aus Tantal zu stammen, was machst du hier? Als ich zu mir kam, war ich plötzlich hier. Ich hatte solche Angst und wollte weglaufen, aber dann kam dieses Monster. Du bist einfach hier aufgewacht? Ich dachte, dieses Geschwätz von Hexerei wäre nur Quatsch mit Soße, aber irgendwas muss dran sein. Die Sache wird jedenfalls immer mysteriöser. Gehen wir erstmal nach Von Samima zurück und erzählen Diana davon. Ja, gute Idee. Ich glaube es ja eher nicht, aber vielleicht ist das tatsächlich eins von den vermissten Blagen. Blagen, so davor zu sagen, naja. Das arme Kind weiß doch gar nicht, was hier los ist, meine Güte. Ist hier random einfach aufgewacht, aber gut. Wir gehen jedenfalls zurück nach Von Samima. Und mal gucken, was dabei herauskommt jetzt. Vielleicht haben wir auch irgendwas entdeckt. So, wir wären hier bei Diana. Mal sehen. Wer ist denn dieser Junge? Wir haben ihn am Warnersee vor einem Monster gerettet. Angeblich wollten die Kinder dort spielen gehen. Du kennst ihn also nicht? Nein, ich bin mit keinem Tantalesen befreundet. Verstehe. Ich frage mich, ob es in Tantal wohl auch genau solche Fälle gab. Das ist nicht auszuschließen. In dem Fall spricht noch mehr für Entführungen. Wir haben es hier nicht mit irgendwas Übernatürlichem zu tun. Ihr meint, meine Tochter wurde ins Ausland entführt? Kann gut sein. Aber was bezwecken die Täter damit? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Dieser Junge ist unser einziger Anhaltspunkt. Sollen wir ihn nach Tantal bringen und uns dort mal umhören? Ja, wir sollten in Tiroswar nach seinen Eltern suchen. Ihr bringt mich nach Hause, zurück zur Mama? Ja, keine Sorge, wir finden zusammen deine Mama. Danke! Wenn wir mehr über ihn herausfinden, erfahren wir vielleicht auch etwas über die anderen Kinder. Diana, es tut mir leid, aber du wirst wohl noch etwas länger ausharren müssen. Ja, ich verstehe, danke für eure Hilfe. Wenn wir es mit einem internationalen Fall zu tun haben, muss ich mich wohl oder übel in Geduld üben. Puh! Mein Gott, ich bin ja echt gespannt. Das ist irgendwie wirklich eine interessante Geschichte, mal etwas anderes. Also auf nach Tantal. Aber echt wirklich interessant mal. Sornathea. Ist das also die Mutter? Martha, geht's dir gut? Ich bin so froh, dich wiederzusehen. Mama. Eine Familie hätten wir damit schon wieder vereint. Ja, ein Kinderlachen ist wirklich jede erdenkliche Mühe wert. Wie kann ich euch nur dafür danken, dass ihr meinen Sohn nach Hause gebracht habt? Ach was, das war doch selbstverständlich. Dürfen wir etwas fragen? Kannst du dich noch an die Einzelheiten seines Verschwindens erinnern? Ja, wobei es da nicht viel zu berichten gibt. Es war am frühen Morgen. Ich wollte in eins der Geschäfte am Elmosplatz und habe ihn mitgenommen. Ich habe ihn nur eine Sekunde aus den Augen gelassen, da war er plötzlich verschwunden. Bin so froh, dass er wieder da ist. Hör mal. Was ist? Also, mir ist noch was eingefallen. Jemand hat mich zu Genbus Hafen gebracht und mich in ein Schiff gesetzt. Bist du ganz sicher? Ja, aber dann musste ich was Komisches trinken und bin sofort eingeschlafen. Das ist ein wichtiger Hinweis, ich danke dir. Gerne. Frühmorgen in Genbus Hafen, also das sollten wir uns einmal ansehen. Aha, okay. Der entscheidende Hinweis,
begib dich am frühen Morgen zu Genbus Hafen in Tantal. Genbus Hafen, da ist man ja auch nicht besonders häufig. Moment mal, genau hier. Gleich der erste Punkt der oberen Ebene, wo man so schön ankommt hier. Where do we go from here? Dann verstellen wir doch mal die Zeit ein bisschen. Früher Morgen, 5 Uhr, klingt das gut? Ja. Und 15 Meter geradeaus. Ich kann nichts Verdächtiges entdecken. Verbrecher kehrt an Tatort zurück. Alte Regel gilt immer. Ja, lass uns noch ein wenig hier warten. Nein, lass mich los. Was war das? Schnell. Aha. Jetzt haben wir also jemanden ertappt. Aber immer noch keine Cutscene, leider. Würde mich doch sehr freuen, wenn da bald noch was kommt. Das sind ja die Highlights. Oh doch, aha. Sehr gut. Gerade wenn man es hat. Well, somebody shut this bairn up! Hurry up! You have to get out of here, before someone comes! Don't lay a finger on those children! Crap! Are we busted? Leg it! Those little shits got away! Who cares? Forget them! Help us! It's okay, child. We will keep you safe from now on. Cast off! Don't think you can get away that easily. I've got many questions to ask you. Na gut, ein paar Meister, die können wir, glaube ich, in 0, nichts erledigen, oder? Leider ein etwas längerer Ladevorgang, aber kein Thema. Shall we dance? Blind spot. Na, leider nicht zum Schwanken gebracht. Aber mit deiner Feuerschwäche ist ein kleines Problem, fürchte ich. Das war's dann auch gleich. Brauchen wir auch keine Dampfbombe mehr drauf zu trauen. Das Ganze machen wir so. Und ich denke, Nia kann sich gleich anschließen. Kein Rückprall. Bisschen lame das Ganze. So, wunderbar. Erledigt. Das ging schön flott. Wo wolltet ihr diese Kinder hinbringen? Stell dich nicht taub, sag schon, wo wollten die Kinder hin? Moradain, wir haben den Auftrag, in jedem Land Kinder zu entführen und dorthin zu bringen. Auftrag, das heißt, es sind noch mehr Leute daran verwickelt. Na klar, wäre ja wohl etwas viel verlangt, wenn nur wir überall auf der Welt Kinder entführen sollten. Gut, dann frage ich jetzt noch ein letztes Mal. Zu welchem Zweck entführt ihr die Kinder? Keine Ahnung, wir liefern sie bei unseren Auftraggebern ab und kriegen dafür unser Gold, das war's. Woher sollen wir wissen, was sie mit den Kindern machen? Ihr seid das Allerletzte. Oh, allerdings. Kommt auf nach Moradain, wir sollten uns dringend im Hafen von Anningham umsehen. Oha, hat sie den einfach bewusstlos gehauen schnell. Auch nicht schlecht, aber ja, hat auch nicht unbedingt anders verdient, ne? Ich sehe gerade, hier ist übrigens noch eine Quest, die man auch annehmen kann. Weil es ja nicht mehr so viele gibt, ist das immer ganz interessant zu beobachten. Hier gibt es anscheinend keine mehr, haben ja eigentlich in Theoskaldia noch welche. Lieber mal alles so ein bisschen nochmal durchgehen, aber es sieht sehr gut aus. Ich glaube ja wirklich auch hier nur noch eine einzige Quest, außer gibt es im Kopfbereich noch was. Sieht aber auch nicht so aus, nee. Also gut, dann auf nach Moradain. Nach Anningham, da sehen wir uns dann gleich wieder. Also gut, hier haben wir einen Questmarker. Fatale. Befragen wir ihn doch mal. Sonderkommissarin Morak, kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ja, ich habe eine Frage. Hast du ein Schiff mit Kindern an Bord gesehen? Nein, sowas haben die Schiffe hier eigentlich nicht geladen. Sicher, habt ihr auch immer die Frachträume kontrolliert? Ja, jedes Schiff, das ihr anlegt, wird gründlich kontrolliert. Ich verstehe, danke für deine Zeit. Was schließen wir daraus? Haben die Kerle uns angelogen? Nein, vielleicht haben wir nicht gründlich genug nachgedacht. Bei der alten Fabrik, wo Bana die künstlichen Klingen hat herstellen lassen, gibt es ebenfalls einen Hafen. Dort könnten sie anlegen, ohne allzu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sein Gebäude wäre auch ein perfekter Ort, um die Kinder zu verstecken. Ja, das muss es sein. Wir müssen sie sofort retten gehen. Los zur alten Fabrik. Aber ich bin echt neugierig, was sie mit denen vorhaben. Wollen sie vielleicht irgendwie zu Meistern ausbilden oder so? Brauchen die... Naja, die künstlichen Klingen funktionieren auch ohne Meister eigentlich, ne?
Da wird man ja schon auf jeden Fall sehr neugierig. Quatsch, die alte Fabrik ist ja ein extra Reisepunkt. Ach so, man kann jetzt nicht schnell reisen dorthin. Man muss also wieder den klassischen Weg nutzen. Interessant, okay. Ach Gott, wie war das denn nochmal? Ich bin gerade leicht verwirrt. Wartet mal. Das war doch dann ganz da drüben, oder? Ach, wenn ich nicht mal das davor nutzen kann, ist das echt ein bisschen doof. Ach, dann sehen wir uns gleich bei der alten Fabrik. Gut, auf manuellem Wege geht es vorwärts und wir sind gleich dort. Mal sehen. Aha, das sind die Kinder. Endlich haben wir sie gefunden. Schnell, wir müssen sie befreien. Nein, warte. Mit diesen Schurken werden wir schon fertig, aber wir dürfen die Kinder nicht vergessen. Wenn wir sie nicht schnell genug hier rauskriegen, könnten sie als Geiseln genommen werden. Stimmt, aber wir können auch nicht länger mit der Rettung warten. Wir sollten uns in zwei Gruppen aufteilen. Ich werde sie ablenken. Während sie beschäftigt sind, rettet ihr die Kinder. Bist du sicher, dass du alleine gehen willst? Kein Problem, ich komme schon klar. Perun, sei aber vorsichtig, ja? Ja, euch auch allen viel Glück. Gut, okay. Kriegen wir hin, kein Thema. Ein Ablenkungsmanöver. Damit ist sie jetzt quasi aus der Gruppe draußen, das stört mich aber kein bisschen. Wir haben ganz viele neue Ziele und dürfen wahrscheinlich auch nach wie vor nicht schnell reisen, nehme ich an. Natürlich. Wäre ja ein wenig zu leicht. Ich weiß ja nicht, wie weit er hier geht, aber ich denke nicht, dass es hier ist. Oder? Ach doch, Tatsache. Wow. Weil der Marker war immer noch auf derselben Ebene. Das hat mich echt verwirrt. Aber okay. Kein Thema. Kriegen wir alles hin. Das sind jedenfalls die Ersten. Das ist ja sogar sie mal gleich. Der Erste, witzig. Ihr seid wirklich unglaublich. Ihr vermöbelt diese Schurken, als wäre nichts dabei. Ich will auch mal so stark sein, wenn ich groß bin. Ob diese künstlichen Klingeln, von denen sie gesprochen haben, wohl auch so stark sind wie ihr? Ach, Klingeln, sagt er. Sehr witzig. Okay. Ich hatte solche Angst. Die Leute wollten uns für Experimente benutzen. Sie meinten, sie würden so lange weitermachen, bis es klappt. Wenn ihr uns nicht geholfen hättet, dann... Vielen, vielen Dank. We've been discovered. Ja, ja. Der alte Gardemeister. Ah ja. Blub, okay. Alles gut, tipptopp. Komischer alter Mann hat wahnsinnig gelacht und gesagt, Traum geht bald in Erfüllung. Alle hatten große Angst. Danke, Pon, für Hilfe. Jetzt aber schnell nach Hause und ganz viel Agentum-Nudelsuppe essen. Ach ja, die Noppon schon wieder. Da denkt sich einfach gar nichts dabei. Da nimmt das mal so hin. So ganz lässig. Ich hatte schon den Lärm gehört. Seid ihr hier, um uns zu retten? Keine Sorge, mir geht es gut. Von den Kindern mit Potenzial sind immer mehr verschwunden. Die ohne wurden irgendwo hinweggebracht. Aber jetzt ist der ganze Spuk wohl vorbei. Vielen Dank. Also gut, wir haben alle. Da müssen wir jetzt nur noch zu Perun, okay? What a terrible shame. You went on quite the little rampage, but you can't keep this up while protecting the children now, can you? There's only so much one blade can do, my dear. I can tell by looking at you that you're a pretty remarkable blade, aren't you? How about coming to work for me? If you take part in my great experiment, of course, I'll let the children go. Don't even start. Even that accursed Nopon managed to churn out a few artificial blades. So why can't I? I ruminated over that for a long time, but upon seeing you, it hit me like a thunderbolt. Trying to augment children to create blades was quite the wrong way to go about it. But instead, if I were to start with a real blade, the plan is foolproof. I could create the greatest blade Allrest has ever seen. A genius such as myself could never lose out to a Nopon. This is heresy. I have no time for the ravings of a madman. What's that you say? Ha! I wouldn't be so rude if I were you. Acquiescing to my demands is the only way to assure the safety of those brats. Or what? You think you can turn this situation around all on your lonesome? I would suggest you think very carefully before answering, my dear.
Miss! It's all right. I won't allow you to come to harm. There's nothing for it. You'll release all the children on the condition that I give myself up to you. But of course! I see you finally come to your senses. That is quite an attractive proposal. Do we have a deal? But did you really think I would trust a single word you say? There's no way you'd ever let anyone who knew your secret leave this place. After I gave myself up, you would no doubt dispose of the children. Those kids are relying on me to protect them from the likes of you. And that's exactly what I intend to do. Dear, oh dear, you are a sharp one, aren't you? I'm starting to like you even more. However, all this back talk simply will not do. If you don't curb that smart-aleck mouth of yours, everyone will suffer for it. After I've exterminated the runts, I'll experiment on you until you're nothing but a withered husk. I will never allow it. I will resist you with every fiber of my being until these children are safe. You poor fool! Why do you throw your life away so? Though blades cannot truly die, can they? However, your memories can be erased forever, and is that not death in all but name? Even if this body is destroyed, even if I lose every last thing I hold dear, my will and my resolve will endure. What? Does that confuse you, heretic? This will of mine is undying. Even if you were to erase every trace of me from existence, you cannot escape justice. Stop it! Stop it! You know what? This is too much. A blade like you would be more trouble than it's worth. Kill every last one of them! What? Haroon, you need help? Apologies for our lateness. Not at all. You're just in time. Come, let us deal with these deviants. Sehr schön. Was für eine unglaublich lange Cutscene und was für ein Verrückter mit seiner Lache. Wir haben es ja schon ein bisschen übertrieben, aber okay, alles klar. Tja, dann zeigen wir Ihnen mal, wo der Hammer hängt, auf jeden Fall. Sehr schön. Ordentliche Ausbeute, das sieht man sich doch gerne an. Verflucht nochmal, wie kann eine bloße Klinge meine Pläne zunichte machen? Du wirst schon sehen, ich werde dir heimzahlen, was du mir angetan hast. Da rennt er weg. In der Richtung liegt der Hafen. Wahrscheinlich wird er auf ein Schiff entkommen. Was für ein schlechter Verlierer, aber er wird uns nicht entkommen. Was soll ich ihn jetzt auch noch hinterherjagen? Ernsthaft? Na gut, das können wir auch noch machen, aber es ist eine echt lange Quest. Ich hatte die nicht so krass eingeschätzt, muss ich sagen. Beeindruckend. Wer hätte gedacht, dass Lindwurm seine schmutzigen Finger im Spiel hatte? Die sollen uns wohl aufhalten, damit der Kerl selbst entkommen kann. Sie sind stärker als die anderen. Nehmt euch in Acht. Wow, Lindwurm. Das ist auch wieder ein Thema. Ist ja cool, okay? Das finde ich sehr spannend. Endlich wird dieser Name immer wieder erwähnt. Ist ja schon eine Weile her. Oh, keine Zusatzaufladung. Das ist enttäuschend. Ja, machen wir mit Licht erstmal den Anfang. Warum nicht? Flippen wir aus ein bisschen. Danke, jetzt kommen die Zusatzaufladungen. Das will ich sehen. Und hau den Gammastrahl raus.
klassischer Rex eben. Und für solche Situationen auch genau richtig. Oh, da ist auch schon der Titan weg. Und es geht einfach so herrlich schnell. Einfach super. Warte noch, dass ich Lichtstrahl raushauen kann. Vorsicht, nicht runterfallen. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv. So, der letzte. Da drüben ist dieser Typ, der wartet wohl, dass ein Schiff kommt oder was. Hauen wir das Teil mal runter. Und noch ein bisschen mit Axt drauf. Sehr schön. Ja, das ging doch schon deutlich schneller. Brauchst nur mal die passenden Klingen dabei. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Wie kann ein Genie wie ich auf diese Weise besiegt werden? Poppy hat sich jung von angesehen. Alle gesund und munter. Das ist das Wichtigste. Ja, deine Armee wird die Kinder wieder zu ihren Eltern bringen. Und was passiert mit Schurkentyp hier? Wir können ihn wohl schlecht einfach laufen lassen. Ich hätte gute Lust dafür zu sorgen, dass er nie mehr irgendwen etwas zuleide tun kann. Aber nein, wir sollten ihn vor Gericht bringen. Ja, Perun hat wohl recht. Wir geben ihn in der Armee von Mordain. Recht so. Ich würde von einem Strafmaß nicht unter 50 Jahre Haft ausgehen. 50! Tja. Das hast du jetzt davon. Nia, danke, dass du mir in diesem Fall so viel Vertrauen geschenkt hast. Ach, hör auf, du hast doch die ganze Sache geregelt. Die Kinder hast du auch alle gerettet, da bin ich sicher auch nicht die Einzige, die dir dankbar ist. Deine Worte sind der schönste Lohn, den ich mir vorstellen kann. Ich werde mit all meiner Kraft zur Seite stehen, solange ich lebe, Nia. Und das war's dann. Yep, unbändiger Wille abgeschlossen. Eine lange, aber auch gute Mission. Durchaus ganz interessant. Okay, Leute, na gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir immer noch Asami bekommen. Ansonsten haben wir ausschließlich Vale noch übrig und müssen noch zwei Harmoniegespräche führen. Ansonsten haben wir noch kleinere Quests, aber die sollten, denke ich, schnell vonstatten gehen. Und dann haben wir bald unsere 100%. 2 bis 3 Parts vielleicht. Weiß nicht, ob das zu optimistisch eingeschätzt ist, aber ja, könnte durchaus sein. Mal gucken. Jedenfalls vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Part von Xenoblade Chronicles 2.